Rottendorf, eine kleine Gemeinde östlich von Würzburg. An diesem heißen Montagmorgen beginnen pünktlich um 6 Uhr die Vorbereitungen für die fünftägige Sperrpause der Gleise 3 und 4. Der örtliche Bauüberwacher Andreas Emich bringt die Wertehaltscheiben in Position. Diese Scheiben trennen die Baugleise von den Betriebsgleisen ab. Unter den strengen Blicken des Bauleiters Thomas Zauter werden alle Vorbereitungen zum Ausbau der Doppelkreuzungsweiche getroffen. Damit das gelingen kann, kommen nicht nur XL-Trennschleifer zum Einsatz, die sich mühelos durch den harten Schienenstahl fräsen, sondern auch Hochleistungsschweißgeräte. Raimund Beetz, Projektleiter im Regionalbereich Süd, erläutert die Besonderheit dieser Baumaßnahme. Die ganz große Besonderheit an dieser Baustelle ist die Tatsache, dass die neue Bahnsteigunterführung genau in Lage der alten Bahnsteigunterführung unter einer Doppelkreuzungsweiche durchgeht. Ursprünglich vorgesehen war, einen Teil der Unterführung in Lage neben der Weiche zu bauen und dann einzuschieben. Das hat sich durch die Änderung des Bauablaufes nicht realisieren lassen, sodass wir hier eine doch Sonderkonstruktion wählen mussten. Es gab eine Hilfsbrücke unter dieser Doppelkreuzungsweiche. Kommt in der Republik, glaube ich, nicht so sehr häufig vor. Das heißt, es gibt auch keine vorgefertigten Hilfsbrücken dafür, eine Sonderkonstruktion, die sich die ausführende Firma hat einfallen lassen. Um diese besondere Konstruktion und die Personenunterführung zu erreichen, muss zuerst die Doppelkreuzungsweiche ausgebaut werden. Hierzu kommt ein sogenannter EDK, ein Eisenbahndrehkran, zum Einsatz. Der Kran vom Typ KRC 1200 Plus wiegt satte 111 Tonnen und kann mühelos bis zu 40 Tonnen heben. Dass ein solcher Weichenausbau nicht immer gleich gelingt, sehen wir in der Zeitrafferaufnahme gut. Nach mehreren Anläufen hebt der Kran das mehrere Tonnen schwere Weichensegment spielend heraus. Kai Kittler, Oberbauleiter bei der ausführenden Firma, erläutert die Notwendigkeit der freigelegten Hilfsbrücke. Das Spannende lag wirklich in der Doppelkreuzungsweiche, dass wir hier innerhalb relativ kurzer Zeit eine Hilfsbrücke entwickeln und konzipieren mussten, die den Lastenstand hält, die das Bauteil Doppelkreuzungsweiche aufnimmt, was es so als Standardbauteil bei der Deutschen Bahn nicht gibt. Bei über 35 Grad gehen die Arbeiten zügig voran. Die gesamte Konstruktion wird sorgfältig zurückgebaut und soll für andere Einsätze wiederverwendet werden. Bis spät in die Nacht werden die Stahlträger vorsichtig, einer nach dem anderen, herausgehoben. Um den Zeitplan einzuhalten, sind alle Arbeiten eng aufeinander abgestimmt. Während auf der einen Seite die Hilfsbrücke mit einem Kran zurückgebaut wird, hebt ein anderer Kran das Fahrstuhlgehäuse über das zusätzlich gesperrte Gleis 1. Ein kniffliger Akt, denn das Gehäuse muss durch die Oberleitung punktgenau eingehoben werden. Am nächsten Morgen ist die Personenunterführung freigelegt. Nun beginnt der spannendste Teil der Sperrpause. Die Baugrube wurde für diesen speziellen Fall etwa 1,50 Meter tiefer hergestellt. Die Nervosität bei allen Beteiligten steigt. In Kürze wird klar sein, ob sich die lange Vorbereitung gelohnt hat. Der Hub beginnt. Vorsicht! 180 Tonnen setzen sich in Bewegung. Nicht wie üblich durch einen seitlichen Verschub, sondern in einem einmaligen Vorgang in die Höhe. Und mussten dann über Nischen, die im Bauwerk vorgesehen sind, Pressen anordnen, insgesamt 6 Stück, die pro Hub ungefähr 15 cm das Bauwerk angehoben haben. Dann wurde das Bauwerk unterfüttert mit entsprechenden Betonplatten, die Pressen unterfüttert, dann ging es die nächsten 15 cm nach oben. Und das haben wir so lange gemacht, bis wir auf Endhöhe angekommen sind.
Der Hub ist geglückt. Die Personenunterführung sitzt nun ca. 1,50 Meter höher und schließt bündig ab. Und das in nicht einmal 2 Stunden. Doch nun muss der Hohlraum unter dem Bauwerk noch gefüllt werden. Und im Endergebnis dann, auf der Endhöhe angekommen, wird das Bauwerk jetzt mit einem entsprechenden Spezialbeton untergossen, der relativ schnell seine Festigkeit bringt und natürlich auch von der Verarbeitbarkeit her so ist, dass er sich nahezu selbst ausnivelliert, also in Waage bringt, dass das Bauteil am Ende auch vollflächig aufliegt und die Lasten sauber in den Baugrund übertragen werden können, die dann über die Doppelkreuzungsweiche und den Zugbetrieb ins Bauwerk eingetragen werden. Dieser Vorgang dauert die ganze Nacht. Zentimeter für Zentimeter steigt der noch flüssige Spezialbeton und füllt die gesamte Baugrube. Damit der Beton aushärten kann, ruhen die Arbeiten bis zum nächsten Morgen. Jetzt kann die Baugrube verfüllt werden. Schicht um Schicht verschwindet die Personenunterführung. Der Schotter ist eingebracht, die Baugrube verfüllt und die Doppelkreuzungsweiche wartet auf ihren Wiedereinbau. Rund um die Uhr haben die Gleisbauer in 2 Schichten für den reibungslosen Ablauf gesorgt. Bis zur Wiederinbetriebnahme sind es noch rund 30 Stunden. Bevor der Verfüllschotter eingebracht werden kann, muss das 2. Weichensegment passgenau abgesetzt werden. Hierzu wurde die Weiche, die nun bereits etliche Dienstjahre hinter sich hat, während der Gleisarbeiten ausgebessert. Unter den fachkundigen Augen einiger Zaungäste kann nun die erste Maschine die verfüllte Personenunterführung auf ihre Belastbarkeit testen. Dabei handelt es sich um die Gleisstopfmaschine mit einem Eigengewicht von 42 Tonnen. Die vibrierenden Stopfpickel tauchen in den Schotter ein. Dadurch drücken diese den Schotter durch die horizontale Bewegung unter die Schwellen und verdichten ihn. Meter für Meter hebt die Gleisstopfmaschine die Weichen in die richtige Position, um den Anschluss an das bestehende Gleis zu gewährleisten. Einige Stunden vor dem Ende der Sperrpause werden nun die fest ausgerichteten Lücken der Schienen miteinander verschweißt. Hier kommt das Thermitschweißverfahren zum Einsatz, das erstmals 1899 verwendet worden ist. Dazu werden Gusshalbformen seitlich angesetzt und mit Formsandmasse abgedichtet. Mit einer Gasflamme werden die Schienenenden getrocknet und vorgewärmt, bevor der Schmelztiegel positioniert wird. Der flüssige Stahl läuft in die Form und füllt sie. Dieser Prozess dauert nur 3 Minuten, anschließend erfolgt das Abscheren und Schleifen. 24 Schweißnähte werden so bis zum nächsten Tag hergestellt. Nach der erfolgreichen Messung und Abschlussprüfung der wiedereingebauten Doppelkreuzungsweiche können die Gleise für den regulären Bahnbetrieb freigegeben werden. Ja, hier ist der andere Johannes. Hi. Johannes, ich möchte jetzt alle Gleise wieder zurück und freigeben. Der Hub der Personenunterführung ist geglückt und alle Arbeiten sind pünktlich abgeschlossen. Zufriedenheit bei allen Beteiligten. Es hat wunderbar funktioniert. Wunderbar in dem Sinne funktioniert, dass die Bahn hier halt auch eine eigene Bauüberwachung hatte. Das ist natürlich immer was ganz Spezielles, weil wir ja immer die Arbeit unter rollendem Rad haben. Und das ja auch sehr gefahrenbehaftet ist und man da zuverlässige Leute braucht,
Insofern muss ich sagen, dass die Zusammenarbeit wunderbar funktioniert hat mit den Kollegen hier vor Ort und unserer örtlichen Bauleitung. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie es letztlich geschafft haben, trotz der Unmöglichkeiten heute die Doppelkreuzungsweiche so wie angemeldet wieder einzubauen.